Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die Schaufel an, oder den Schaufel-Mod in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Puzzicap, wenn man so ausspricht. Gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One. Findet ihr in der Kategorie Werkzeuge und dann Diverses. Jo, hier haben wir das gute Stück, Lizard-Schaufel. 100 Liter Füllvolumen, 100 Euro in der Anschaffung, 5 Euro Leasing. Keinerlei Config-Blöcke. Ich habe das Ganze hier schon mal vorbereitet. Eine alltägliche Situation, die man so theoretisch hat. Ihr habt einen 10.000 Liter Misthaufen und habt hier einen Trailer. Und eure Aufgabe wird es sein, den Mist in den Trailer reinzukippen. Die Schaufel, wenn ihr sie kauft, spawnt stinknormal beim Shop. Ganz klar. Es ist aber in dem Sinne kein Fahrzeug oder sonst sowas, sondern es ist halt wirklich ein Objekt, was ihr anfassen müsst. Ja, das geht auch ohne starker Bauer logischerweise, das Ding wiegt ja nichts, ne? Sobald ihr das Ganze dann angepackt habt, habt ihr dann über die mittlere Maustaste, beziehungsweise in dem Falle hier das Mausrad, was ja angevisiert ist, dann die Möglichkeit, nach links und rechts sowie nach oben und unten den Winkel anzupassen. Dabei wäre es immer sinnvoll, wenn ihr die Schaufel gleich richtig anpackt. Ja, also wenn ihr sie da liegt, nicht schief oder sonst was, sondern relativ gerade, weil so gerade und so einfacher wird es dann. Wenn ihr euch dann hier zum Beispiel diesen Misthaufen nähert, seht ihr dann schon, ah ja, da ist was. Und sobald das Ganze hier auf der Schaufel ist, zum Beispiel, dann einfach den hier machen. Ja, wieder zurück und wieder ran und wieder den hier machen. Ist eine mehr oder weniger, wenn man es gewöhnt ist oder wenn man es halt nicht gewöhnt ist, mit der mittleren Maustaste zu arbeiten, eine ziemliche Friemelei. Aber es funktioniert. Das ist so die Hauptsache. Ich kann das einmal hier machen und dann einmal den hier und dann mehr oder weniger hier drüber sein. Zack und fertig aus, Mickey Maus, ne? Dass das Ding natürlich nicht so hundertprozentig an der Spielerfigur dran ist, ist klar. Ne? Aber so funktioniert es und ich denke mal, so ist es in dem Fall auch mit gedacht. Ne, wir haben jetzt hier drei Schaufeln weggenommen. Ich gehe das Ding mal hier weg. Und ihr seht auch, der Mist lagert sich hier drin. Das funktioniert also. Ist zwar eine mühselige Arbeit, beziehungsweise das kann seine Zeit dauern, bis man dann mal hier fertig ist, ganz klar. Aber funktioniert. Funktioniert natürlich auch außerhalb, nenne ich es jetzt einfach mal. Huch! Ich habe jetzt hier gerade das Ding verloren. Da müsst ihr natürlich aufpassen. Ihr könnt das Ding, also die Schaufel in dem Falle auch mal verlieren, wenn ihr zu hektisch seid oder halt zu schnell euch rumdreht, wie jetzt hier in dem Fall. Das wird halt stinknormal, als wie wenn ihr irgendwas in der Hand habt, gehandhabt hier. Deswegen, ihr könnt das Ding natürlich auch wegschmeißen, ne? Auch ganz klar, wenn man es auf die Variante schneller haben will. Das ist immer ganz euch überlassen. Aber ja, prinzipiell funktioniert der ganze Spaß. Da braucht man ein bisschen Geduld und ein bisschen Ausdauer dafür, aber dann kann man auch definitiv Spaß damit haben, ne? Ganz klar. Lok ist sauber, wie man hier unschwer erkennen kann, könnt ihr euch also auch bedenkenlos downloaden. Ja, in dem Sinne bleibt mir nichts weiter übrig, außer zu sagen, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.